Sky Backstage. Heute mit einem Blick hinter die Kulissen des WM-Studios mit Rainer Pariasek und Roman Mehlich. Sehen Sie, wie eine müde Partie plötzlich eine dramatische Wendung nimmt. Und warum Johnny Depp zu Gast im Studio ist. Das ORF-Zentrum in Wien. Tag 4 bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Soeben ist das zweite Spiel des Tages angepfiffen worden. Rainer Pariasek und sein Fußballexperte Roman Mehlich haben es sich im Vorraum der Regie in der BM-Lounge mehr oder weniger gemütlich gemacht und verfolgen die Spiele nicht auf einem, sondern gleich auf mehreren Flatscreens. Da haben wir drei Monitore. Am ganz großen spielt normal das Spiel und auf den linken und rechten können wir uns dann einzelne Szenen noch extra ansehen. Die Szenen, die wir auswählen, wo wir sagen, okay, die wären es wert, dass man darüber nachher ein bisschen spricht. Da sitzt dann einer draußen in einem anderen Raum, da haben wir so eine kleine Intercom, können wir kommunizieren, dann können wir sagen, richtet uns die und die Szene her und wie wir es haben wollen, um halt auch ein bisschen dann zeichnen, wenn man so ein Analysegerät auch. Ja, und das ist eigentlich da ganz gemütlich, wie du siehst. Eis gibt es heute auch, ist auch spendiert worden. Nein, aber das, da lässt sich schon das Monat aushalten. Während der Profi Pariasek schon unzählige Moderationsstunden hinter sich hat, ist Roman Mehlich eher ein Rookie. So angespannt war er nicht mal bei seinem eigenen WM-Einsatz 1998 in Frankreich. Roman Mehlich, störe ich Sie jetzt ja nicht beim Zuschauen? Naja, förderlich ist es nicht, weil ich mich ja natürlich aufs Spiel konzentrieren sollte, aber wir machen mal eine Ausnahme, noch dazu ist es nicht so ein Reißer. Du wirst ja Multitasking sein, hoffentlich, oder? Ja, ja, links mache ich das Interview und rechts schaue ich aufs Match. Du bist jetzt gerade gerügt worden mit Pfosten und Stange und Latte, oder wie war das? Ja, anscheinend habe ich in der Analyse Pfosten in den Mund genommen, 3-4 Mal, und das hat der Hans Hengst, unser Chef, da heute nicht so gern gehört. Er hätte lieber, dass ich das österreichische Wort Stange verwende. Was sagen die Fußballer? Ja, sowohl als auch. Ja, Pfosten und Stangen. Aber das weiß ich ja nicht. Er kennt sich im Fußball nicht aus, aber ist wurscht. Man muss halt in der Funktion als verantwortlicher Redakteur auch darauf schauen, dass man ein bisschen Sprachpolizist auch ist. Und wir sind ein österreichischer Sender und da muss man schon in dem Fall jetzt darauf schauen, dass auch die österreichischen Begriffe verwendet werden. Das ist auch ein bisschen ein Faible von mir. Also ich bin halt ein großer Fan in dem Fall von Stange und nicht vom Pfosten. Hengst? Der ORF überträgt bis zum Finale am 11. Juli alle 64 Spiele der WM in Südafrika. Nervenzentrum ist der Regieraum. Dort spielt die Mannschaft rund um Regisseur Werner Mitterer in der Champions League der Übertragungstechnik. Alleine 140 Monitore warten hier auf ihren Einsatz. Jetzt sehen wir da auf dem linken Monitor ein Bild von unserem virtuellen Studio. Wir haben hier einen relativ hohen technischen Aufwand, um die WM so lebhaft wie möglich zu gestalten. Man sieht dann eigentlich einen leeren Raum, der über Computertechnologien mit Leben erfüllt wird, wo wir virtuelle Stadien, die Aufstellungen projizieren. All das wollen wir dem Zuschauer so plastisch als möglich näher bringen, mit 3D-Animationen und dergleichen. Noch steht das virtuelle Studio leer. Erst in der Halbzeit werden hier Rainer Pariasek und Roman Mehlich das Spiel live analysieren. Die heutige Partie scheint ein wenig langweilig. Und so hat sich Kameramann Alexander Kellner seinen Familiennamen zu Herzen genommen und wird zum Kaffeehaus Kellner. Das hätte er besser nicht tun sollen. Die Zeitlupe beweist, der Kellner stolpert ohne Feindberührung im Strafraum vor Pariasek. Pariasek kann nicht mehr ausweichen und die Kaffeehausbecher landen auf Hemd und Hose. Zum Glück waren die Becher leer. Andernfalls hätte der Moderator jetzt kurz vor der Halbzeitanalyse ein Problem. Ohne Kaffeeflecken am Hemd macht sich Rainer Pariasek wenig später auf den Weg in das Studio. Nur wenige Minuten bis zur Live-Übertragung. Auch die Kameracrew hat jetzt wieder Stellung bezogen. Das Studio selbst ist leer und grün. Nur so kann der Computer Farbe ins Bild zaubern. Das ist natürlich am Anfang ungewohnt wahrscheinlich für dich. Also ich bin es ja schon länger gewohnt, wahrscheinlich, wenn man es nicht gewohnt ist, in einem grünen, kahlen, kalten Raum zu sitzen. Und wenn man dann irgendwann einmal so ein bisschen auf den Monitor schaut, plötzlich, da ist alles schön bunt. Und da und irgendwie die Löwen und die Leoparden im Hintergrund und das Stadion und so. Aber das macht es, glaube ich, aus. Dass beim sportlichen Ernst auch der Spaß in der Studiomannschaft bleibt, dafür sorgt einmal mehr Kamerakind Alexander Kellner. Für die Zeit der Fußball-WM hat er einen ganz besonderen Studiogast mitgebracht.
der Pappkamerad in der Gestalt von Johnny Depp, hat aber durchaus einen ernsthaften Hintergrund. Wenn noch niemand da ist oder sowas, dass wir praktisch einen Dummy im Studio hätten, dass wir was einstellen können oder irgendwas. Ne? Nicht mehr, nicht mehr. Früher war es der Horst Tappert, das ist der Johnny Depp, das ist wegen den Frauen, die wir bei uns im Sport haben. Die wollten den Horst Tappert nicht mehr, deswegen haben sie einfach genommen den Johnny Depp. Ne? Aber es ist in Wirklichkeit ist es eigentlich nur ein Dummy. Also wir sind schon wieder drauf auf Sendung.